Unser Master Physiotherapiewissenschaft ist ein dreisemestriger Vollzeitstudiengang mit einem sehr breiten Themenspektrum, welches praxisnah erarbeitet wird. Die Fähigkeit, wissenschaftliche Studien zu lesen, zu verstehen, praktische Implikationen abzuleiten, ist ganz grundlegend in dem Masterstudium Physiotherapiewissenschaften. Einerseits, wenn Sie später in die klinische Versorgung wollen, andererseits, wenn Sie wissenschaftlich tätig werden wollen. Dazu gehört auch, eine Studie selbst zu planen, vielleicht mit Unterstützung durchzuführen, auszuwerten. Das machen Sie vor allen Dingen im dritten Semester. Dann schreiben Sie Ihre Masterarbeit. Das können Sie auch im Ausland tun. Wir haben zahlreiche Partner in Europa, aber auch in Nordamerika, Australien, Südamerika und Asien und verschiedene Themenspektren, die diese Partner abdecken. Forschungsmethoden sind eigentlich so etwas wie eine international anerkannte Weltsprache. Sie erleichtern sowohl die Kommunikation zwischen Personen aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen, als auch die Kommunikation zwischen Personen aus ganz unterschiedlichen Gegenden in der gesamten Welt. Wir befinden uns hier im Bewegungslabor, wo wir verschiedene Gerätschaften haben, die wir im Rahmen von Projektarbeit oder Masterarbeiten auch benutzen können, um Bewegungen aufnehmen und analysieren zu können. Neben dem Laufband, was wir hier sehen, haben wir auch ein 3D-Kamerasystem zur Verfügung, Kraftmessplatten und auch ein EMG-System, sodass wir hier Bewegungen umfänglich aufnehmen und entsprechend anschauen können. Ein weiterer wichtiger Baustein im Masterstudiengang Physiotherapiewissenschaft ist die vertiefte kritische Auseinandersetzung mit Elementen der physiotherapeutischen Diagnostik und Therapie. Auf Basis dieser vertieften Fachkenntnisse sind Sie in der Lage, zur Weiter- und Neuentwicklung bewegungsbezogener Diagnostik und Interventionen beizutragen. An der HSG setzen wir Forschung um, wo es zum Beispiel um das Thema Versorgungsforschung geht, ob das Best Practice umgesetzt wird in dem klinischen Alltag und wenn nicht, dann Wege zu finden, wie man dieses Best Practice, diese beste Intervention umsetzen kann im klinischen Alltag. Es geht unter anderem auch um das Thema Interventionsforschung, also welche Interventionen sind besser als andere oder die besten. Als Beispiel starten wir derzeit mit Kooperationspartnern eine Studie, eine Meta-Analyse zum Thema Kreuzbandruptur, wo chirurgische Intervention mit einem konservativen physiotherapeutischen Intervention verglichen wird. In unserem Masterstudium geht es auch um Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement. Bei der Versorgungsforschung sind die Effekte von Physiotherapie im realen Versorgungsalltag von Interesse und dabei treten auch Kontexteinflüsse auf. Deshalb lernen Sie passende und komplexe Forschungsmethoden kennen und sind damit auch auf eine anschließende Promotion gut vorbereitet. In der Lehre greifen wir neue Versorgungskonzepte auf, die die Interprofessionalität unterstützen und den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Hierzu versuchen wir, die Gesundheitskompetenz zu stärken, indem wir Selbstmanagementstrategien und Verhaltensänderungen bei Patienten, Patientinnen versuchen zu fördern. Seit 2014 beschäftigen wir uns mit dem Thema Digitalisierung an der Hochschule für Gesundheit. Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung ist das Thema für die Zukunft. Sie entwickeln, implementieren und evaluieren unterschiedliche Versorgungskonzepte im Rahmen der physiotherapeutischen Versorgung im Masterstudiengang Physiotherapiewissenschaft. Der Master Physiotherapiewissenschaft bietet verschiedenste Perspektiven auf dem Berufsmarkt. Sie können zum Beispiel weiter forschen und entwickeln, sowie auch eine Promotion anschließen, aber auch Versorgungssituationen komplexer Art managen in zum Beispiel Leitungsfunktionen oder koordinativen Tätigkeiten.